Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Autopartner. Heute möchte ich euch einmal den Dodge Grand Caravan vorstellen und den Chrysler Pacifica und euch beide Autos etwas erklären und die Unterschiede und Parallelen zwischen beiden Autos vorstellen. Wir fangen an mit dem Pacifica. Kommt mal mit. Der Chrysler Pacifica ist 2017 neu auf den Markt gekommen. Das Modell hat es vorher nicht gegeben. Ist im Endeffekt der Nachfolger des Chrysler Grand Voyager Town & Country und ist wesentlich runder gestaltet, ist etwas länger und etwas größer, ungefähr 10 cm in der Länge und Breite. Funktionen sind mehr oder weniger gleich. Ich zeige euch direkt mal die allerbeste Funktion bei diesen Autos, und zwar das Stow-and-Go-System. Ihr könnt die zweite und dritte Sitzreihe komplett einklappen in wenigen Sekunden. Die Funktion gibt es bei Dodge und bei Chrysler vom Prinzip schon sehr lange und es ist einfach genial. Wir haben hier hinten einen Knopf, da drücken wir drauf beim Pacifica. Pluspunkt für den Pacifica, das geht automatisch. Dann müssen wir nur die Fußmatten entfernen und den Sitz einklappen. Das Ganze dauert 10 Sekunden. Klappe hoch, Armlehnen hoch. Wir ziehen hier nur die Lasche. Der Sitz klappt sich ein. Ich drücke ihn einmal runter. Mach die Klappe wieder zu. Und der Sitz ist weg. Wahnsinnssystem. Das gleiche können wir auf der anderen Seite auch machen und mit der Rückbank auch. Super genial. Zum Öffnen und Schließen der Tür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können hier das über den Griff machen oder ich kann hier drin den Knopf drücken. Alternativ kann ich es auch über den Schlüssel bedienen. Auch die Heckklappe geht prinzipiell genauso auf. Drücken den Knopf. Auch hier kann ich die Rückbank umklappen. Das ist ganz einfach. Das ist nummeriert. Wir haben die Zahlen 1, 2 und den Hebel hier oben. Wir ziehen erst den Hebel oben, dann ziehen wir die 1 und dann die 2. Und so schnell hat man bei keinem anderen Hersteller einen Sitz umgeklappt. Was außerdem super praktisch ist bei den Autos, wenn sie schon eine Dachreling haben, kann man ganz einfach das Innenleben der Dachreling quasi rausnehmen und hat schon für einen Dachgepäckträger einen Querträger. Das heißt, wir schrauben hier die Schrauben nur los, die sind auch integriert, nehmen das ganze Gerät raus, legen es quer hin und wir haben direkt schon den Querträger für unseren Dachgepäckträger. Das heißt, ihr braucht keine Unterkonstruktion mehr zu kaufen, das ist bei den Autos mit Dachreling schon serienmäßig integriert. Vom Pacifica gehen wir zum Dodge Grand Caravan. Den Dodge Grand Caravan gibt es an sich schon ganz lange Jahre, wurde eigentlich, wenn überhaupt, nur optisch etwas modifiziert. Vom Grundprinzip ein super zuverlässiges Auto. Das Stow-and-Go-System funktioniert hier ähnlich. Das ist das, was ich gerade beim Pacifica meinte. Hier ist der Nachteil, es gibt hier keinen Knopf und ihr müsst den Fahrersitz manuell nach vorne machen. Dann haben wir hier den Sitz vorne. Wir müssen auch hier die Armlehnen manuell hochklappen. Das Prinzip mit der Klappe ist auch wieder identisch. Die klappen wir hoch. Dann habe ich hier aber keinen Griff zum Ziehen, sondern einen Hebel. Ich klappe den Hebel nur um. Wichtig, dass alle Finger weg sind. Und der Sitz klappt jetzt rum. Einmal. Der Sitz beim Pacifica schiebt sich nach vorne und der Sitz hier klappt sich mehr oder weniger um sich selbst. Aber vom Prinzip auch Klappe zu, kaum Aufwand, nichts lösen, nichts schrauben. Und dann wieder den Sitz manuell nach vorne machen, beziehungsweise nach hinten machen. Äußerlich ist der Grand Caravan wesentlich eckiger als der Pacifica. Die Kundenmeinungen gehen immer auseinander. Die einen sagen, es ist bulliger und es ist ein relativ sportlicher Familienvan. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern, die in der Minivan-Kategorie präsent sind, bieten die Amerikaner schon viel Möglichkeit, viel Stauraum. Optisch machen die viel her. Der Dodge Grand Caravan sieht bullig aus. Typisch amerikanisch, breit aufgestellt. Der Pacifica ist futuristisch und modern. Optisch sind es nicht die ganz typischen Familienbomber, wie man sie so kennt. Wir sitzen jetzt hier im Dodge Grand Caravan. Die Ausstattungslinie, die wir haben im Moment oder der besitzen, ist die GT-Linie. Das heißt, der ist von der Ausstattung schon sehr weit oben angesiedelt. Wir haben serienmäßig Sitzheizung, Lenkradheizung, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, Tempomat. Obwohl der Tempomat ist bei den Amerikanern schon seit 15 Jahren serienmäßig. Aber da sind wir mit dem Modell hier schon gut unterwegs. Man sieht aber am Design, das ist relativ alt gehalten. Wenn man sich auch die Vorgänger oder die Vorjahresmodelle anguckt,
sind die vom Design alle relativ unverändert geblieben. Aufteilung bei den Amis, in den meisten Fällen Tempomat immer am Lenkrad. Es gibt hinter keine Hebel oder sowas. Die Gangschaltung ist immer dieser klassische alte Hebel hier noch. Ihr werdet beim Pacifica den Unterschied gleich sehen. Wir haben auch hier rechts keinen Hebel, sondern es geht alles über den linken Hebel. Das heißt, Scheibenwischer geht über den linken Hebel, Warnblink, Licht geht nicht über den Hebel. Blinker, Fernlicht, Lichthupe, wie man das typisch so kennt. Vom Fahren, die GT-Linie hat ein etwas anderes Fahrwerk als der normale Grand Caravan. Fährt also relativ sportlich. Wir fahren auch gerade so ein paar Serpentinen hier hoch. Der kommt gut um die Kurven, hat halt 285, 286 PS, was für einen Siebensitzer schon sehr gut ist. Wir haben hier mit den sieben Sitzen volle Sitzmöglichkeit und haben aber trotzdem noch Kofferraum hinten dran. Das ist sowohl beim Grand Caravan als auch beim Pacifica so, das ist sehr schön, weil man wirklich mit Personen voll beladen fahren kann und noch Gepäck mitnehmen kann. Der Motor ist ein 3,6 Liter V6 Motor und ich habe gerade mal unsere Verbrauchsanzeige angemacht. Wir sind natürlich jetzt Serpentin und Berg hochgefahren. Im Moment steht hier erstmal Low Fuel, weil wir auf Reserve fahren. Im Durchschnitt sagt er uns jetzt gerade 11 Liter. Diese 11 Liter kann man aber auch wunderbar unterbieten, wenn man im normalen Durchschnitt damit fährt. Jetzt bei uns ist es natürlich im Moment so, wir machen die Autos viel an und aus, weil wir Rangieren oder Probefahrten haben. Dadurch steigt natürlich so ein Verbrauch. Im Durchschnitt kann man sagen, kann man so ein Auto wunderbar mit 10 bis 11 Litern fahren. Das ist wirklich ein guter Durchschnittsverbrauch. Chrysler Pacifica, wir haben jetzt hier die Ausstattungsvariante Touring L. Das ist bei uns die eigentlich gängigste Variante, weil die unserer Meinung nach vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten passt. Im Moment haben wir viele Nachfragen nach der Limited-Variante, ist in unseren Augen aber zu teuer, weil die kostet sicherlich 10.000 oder 15.000 Euro mehr. Unsere Meinung ist, es ist für das, was man an mehr Ausstattung kriegt, zu viel Geld. Die Ausstattung, die wir haben, ist aber auch schon gut. Wir haben auch hier Rückfahrkamera, 9-Gang Automatikgetriebe. Ihr seht hier den Unterschied. Der Dodge Grand Caravan hat den Hebel hier und der Pacifica hat es einfach optisch schöner und moderner gelöst. Er hat nur noch einen Drehknopf hier, wo wir die Gänge einstellen können. Tempomat am Lenkrad, wie bei fast allen amerikanischen Autos. Sitzheizung haben wir. Verbrauchstechnisch gleiches Prinzip wie bei dem anderen auch. Wir haben jetzt hier auch den 3,6 Liter Motor. Der Verbrauch wird mir jetzt hier angezeigt mit 11,7 Liter, geht aber während wir gerade fahren peu à peu schon wieder runter. Da es der gleiche Motor ist, sind die Verbrauchswerte mehr oder weniger gleich. Der Verbrauch hängt halt immer davon ab, wie schwer ist der Fuß. Und dann kann man das darüber natürlich ein bisschen steuern. Der Pacifica hat in diesem Fall jetzt einen hellen Dachhimmel. Viele amerikanische Autos haben immer nur einen dunklen Dachhimmel oder einen schwarzen Dachhimmel. Was immer sehr schön ist, was auch immer edler wirkt. Der Grand Caravan hat einen schwarzen Dachhimmel, ist aber hier Ausstattungsvariante. Wir sitzen jetzt auf schwarzen Ledersitzen, es gibt auch beige Ledersitze. Das ist ganz gemischt in der Variation. Zum Abschluss können wir ein Fazit ziehen. Wir können nicht eindeutig sagen, welches Auto besser oder schlechter ist. Bei Pacifica ist es so, der Pacifica ist moderner. Das Auto ist vor kurzem erst auf den Markt gekommen. Ist etwas länger als der Dodge Grand Caravan, knappe 10 cm. Preislich etwas höher angesiedelt, hat aber auch mehr Ausstattung, hat eine 9-Gang-Automatik. Das sind natürlich Pluspunkte. Der Dodge Grand Caravan ist preislich definitiv etwas niedriger angesiedelt, ist von den Abmessungen dementsprechend etwas kleiner. Die Form ist wesentlich eckiger und kantiger. Viele Kunden sagen, das finden sie schöner, weil es einfach etwas aggressiver wirkt. Weil es immer noch ein Familienauto ist, hätten die Männer gerne immer etwas sportlich aggressiveres. Unterm Strich muss man sagen, Stow & Go haben sie alle beide.
Beim Pacifica finde ich es persönlich etwas einfacher geraten, weil es mehr Knöpfe gibt, die mir das Leben vereinfachen. Abschließend ist es schwierig, eine eindeutige Entscheidung zu treffen. Wenn es euch gefallen hat, das Video, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo dalasst. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.